Herzlich willkommen zurück zu unserem Alpha Saphir Wedlock. Diesmal wieder mit Melanie. Sag hallo, Melanie. Hi. Du sollst hallo, Melanie sagen. Ja, Melanie hat jetzt auch endlich Alpha Saphir und im letzten Part haben wir einige Pokémon gefangen. Und einige. Das ist die Beschäftigung, die ich am meisten mache. Und einige Paare gebildet, nämlich Feide und Isabel und Kayla und Heinz. Nur sehe ich irgendwie Kayla und Heinz nicht wirklich als die Zukunft an. Ich sehe irgendwie so, dass Kayla und Heinz in Zukunft nicht mehr da sein werden. Ne? Ja. Wieso nicht? Ganz ehrlich, es ist ein Zickzack und ein Wumpe. So what? Und ich darf bloß immer zwischen den beiden hin und her wechseln. Ich will die nicht benutzen. Oh. Dann benutze nicht. Werd ich auch nicht. Nicht sch... Nee, Moment. Wie soll der Vater klingen? Väterlich? Toll, wie klingt väterlich? Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Da, danke. Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein. Bis zu unserem nächsten Kampf. Arenaleiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Huh? Na, wenn das mal nicht Nina ist. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Aber was stehen wir eigentlich hier draußen herum? Lass uns in die Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, Nina. Warum lässt du unseren Vater so pädophil klingen? Er klingt immer so. Sag mal, hast du es etwa alleine hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na, dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meinen Fußstapfen als Trainer treten, habe ich recht? Da bin ich ja mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gern ein Pokémon. Falsche Adresse. Ja, wer? Ach, du bist Heiko, nicht wahr? Den meine ich, der ist auf Englisch Wallace. Wallace? Ja. Toll. Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur und hätte gerne ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Aha, verstehe. Hast du das gehört, Nina? Hilf Heiko doch bitte dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko. Ich leide ja eins von meinen Pokémon. Weißt du, was ich witzig finde? Ja. Die Smaragd-Spiele. Also nicht die Smaragd-Spiele. Insgesamt hier die Third-Gen-Spiele, mal abgesehen von den Remakes, ne? Ja. Also eigentlich die hohen Spiele. Sind die einzigen, in der du schon lange rumrennst, ne? Mhm. Bevor du gezeigt kriegst, wie man ein Pokémon fängt. Ja. Es sind auch nebenbei die einzigen Spiele, wo du, wo dir quasi schon die ganze Zeit gesagt wird, ja, hier, fang doch mal bei Pokémon und alles, ne? Bevor... Ich glaube, in den Spielen haben die sich wirklich so gedacht, ach, die Leute haben sowieso die Vorgänger gespielt oder so. Ja, ganz ehrlich, so vom Zeitraum, bis dir das erklärt wird, wann du ein Pokémon fängst, ne? Ja. Von dem Punkt an, wo du Bälle hast, ne? Ja. Ist das hier das Längste? Das ja. Zweitlängste, das Zweitlängste, ne? Ist, hier Dingens, wie heißt es? Kakao, ist so schön. Rot und Blau. Mhm. In Rot und Blau kriegst du ja bei Professor Eich die Bälle, gehst dann hoch auf Route 2 und dann könntest du, kommt natürlich drauf an, was du noch vorher alles machst, ne? Aber du könntest direkt losgehen und dir erklären lassen, wie du Pokémon fängst. Tja. Hier, Heiko, ich leide eins von meinen Pokémon. Heiko hat einen Zickzack erhalten. Oh, yeah. Wow, ein Pokémon. Und diese Pokébälle bekommst du auch gleich noch dazu. Gib dein Bestes. Dankeschön. Wahnsinn, dankeschön. Hab ich doch schon gesagt. Du heißt Nina, nicht wahr?
Nee. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen. Ich gehe schon mal voraus. Oh mein Gott, du bist so niedlich. Natürlich helfe ich dir. Ich denk mir so, nee, Alter, nee. Nina, Pokémon verstecken sich im hohen Gras wie diesem hier, stimmt's? Yep. Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fangen auch alles richtig mache. Okay. Wow. Ja, und hier dann noch der Fun-Fact. Ich weiß nicht, ob sie es hier behoben haben, aber in Emerald, ne? Ich weiß gar nicht, ob das auch in Rubin und Saphir war. Auf jeden Fall in Emerald ist es ja so, dass der Kampf hier läuft, dass er komplett durchgescriptet ist, aber die vergessen haben, Crits auszuschalten. Okay. Mhm. Das heißt, die ganze Schaden... Ja, ich hatte es auf jeden Fall mal, dass der gecrittet hat und ich dann nochmal neu starten musste. Nee, da fängt das an einfach so, obwohl es nicht mehr da ist. Oder so. Fängt er die Luft. Es ist nämlich so, dass er hier die ganze Schadensberechnung und das alles... Also so, der Kampf läuft da alles ganz normal, ne? Aber die Schadensberechnung bleibt halt 1:1, wie es in so einem normalen Kampf wäre. Okay. Das heißt, man hat natürlich auch bei jedem Angriff eine Chance auf einen Crit. Zwar hier, weißt du, was mit dem Pokéball werfen ist 100%, dass es gefangen wird und so. Aber halt, es bleibt dabei, dass eine Chance auf einen Crit besteht. Und wenn dieses Zickzacks bei einer der Attacken crittet, tötet er das Trasler. Yeah. Aber ich hoffe mal, diesen Fehler haben sie dann jetzt hier in den Remix behoben. Ich habe einen Pfiffi mit Feuerzahn. Ja, du kriegst immer sowas. Wir haben einen Pfiffi mit Donnerzahn. Das unterscheidet sich je nachdem, welchen Starter du nimmst. Echt? Ja. Folglich müsste das Flamly Eiszahn nehmen, aber ich würde mir würde irgendwie kein Grund einfallen, warum Eiszahn irgendwie praktisch wäre. Weil ich meine, der Feuerzahn, wenn du dann so einen Hydropi hast, ja, gegen Pflanzen-Pokémon, ne? Ja. Der, bei Gekabor, der, na gut, auch der Donnerzahn ist schon eher. Ja. Ach du Scheiße! Ich hätte ihn vielleicht eher umgesetzt oder so, naja, keine Ahnung. Ich hasse Geduld. Ich hab's geschafft. Es gehört mir. Mein eigenes Pokémon. Dankeschön, Nina. Lass uns zurück zur Arena gehen. Ach stimmt, das kann ja keine Attacke. Ich hab ein Zickzack ohne Attacken bekommen. Ja, warum hast du auch ein Zickzack gefangen, wo es Charme erlernt hat? Weil Charme ersetzt nämlich den normalen Move. Ja. Nämlich Tackle. Hab ich nicht bedacht. Und hat alles geklappt. Ja, wunderbar. Ich gebe ihnen ihr Pokémon zurück. Nina, vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich dieses Trasler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern. Ehrenwort. Ach ja, ich möchte mich noch irgendwie erkenntlich zeigen. Nina, darf ich mal kurz deine Pokémultinavi haben? Nee. Und fertig. Ja, jetzt haben wir auch die Spielnavi. Mit der Spielnavi kannst du deine Pokémon kraulen und besondere Trainingslektionen unterziehen. Über das PSS kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen und noch viel mehr. So stand das zumindest in einem Buch. Ja, quasi eigentlich der ganze untere Bildschirm aus XY. Ja. Ich habe mich schon so darauf gefreut, endlich Zeit mit einem Pokémon verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Pokémultinavis schlau gemacht habe. Trasler und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Nina. Nee. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Arenaleiter Norman und Nina. Scheiße, wir fangen mit demselben Buchstaben an. Scheiße. Fällt mir jetzt gerade auf. Oh mein Gott, eine Alliteration. Irgendwie ja. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Aber jetzt zu uns, Töchterchen. Nina, wenn du ein guter Trainer werden willst, hör auf meinen Rat. Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Metaross City. Dort solltest du als nächstes hin und die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst, die jeweiligen Arenaleiter zu besiegen. Für jeden besiegten Arenaleiter hältst du einen Orden.
Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Was ich auf meiner Rubin schon längst gemacht habe. Ich hab ihn gesweept mit einem Mundtier. Ich hab das Spiel erst seit heute und ich spiele so viel Pokémon Armee wie immer. Ja, also ich hab das Spiel seit gestern, hab so ziemlich, wir haben jetzt gerade 8 Uhr, ich hab's gestern um 11 Uhr angefangen und stehe jetzt vor dem vor der 6. Arena. Hi. Ich bin überhaupt nicht süchtig. Ich bin auch süchtig, das Problem bei mir ist eher nur, ich spiele so viel Pokémon Armee. Ja, du musst mal endlich weiterkommen, dass du nicht eine Geheimbasis machen kannst. Ich brauche Geheimbasen. Oh. Ich habe schon eine, aber ich brauche Geheimbasen. Andere. Ich muss Faden klauen. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, Nina. Was? Lass meine Faden in Ruhe, du Arsch. Ich muss Faden sammeln und dann musst du mein Freund werden und dann musst du in meiner Geheimbasis mit sein. Na komm, gebe ich ihm einen Trank. Okay, Route 104. Habe ich genug Pokebälle? Habe ich daran gedacht, Pokebälle zu kaufen? Das war ein letzte Mal. Ja, wir haben noch 14 Pokebälle. Das sollte reichen. Und ich überlege mir, ob wir anschleichen sollen oder so ein Pokémon versuchen zu fangen. Keine Ahnung, auf der Route habe ich, glaube ich, ein Geweih gefangen. Ah, ich bin gut! Schleich dich an. Okay, was könnte da sein? Oh, ich will's haben! Oh, ein Schwalbini! Ja! Okay, ach nee, da habe ich nichts gefangen, noch nicht. Da bin ich ja auch gerade auf der Route. Und ich habe hier gerade ein ganz normales Wingo. Ich habe ein Loturzel mit Erstauner. Auch wenn ich ja echt gerne lieber ein spezielles Schwalbini. Ich habe nämlich mir eins dort gefangen mit Verfolgung. Voll. Und das ist voll gut, aber ich wollte unbedingt einen Altaria benutzen. Jetzt habe ich die ganze Zeit meinen Altaria hochgelevelt. Oh. Ich habe ein Loturzel mit Erstauner. Super, ich kann Fido nicht benutzen. Oh, wegen Donnerstag. Richtig. Fido tötet Schwalbini und das will ich nicht. Ganz ehrlich? Das muss ich mal ganz eben kurz nachgucken, ne? Ja. Dass ich so simultan mache, während wir hier versuchen, langsam das Pokémon zu schwächen. Ich glaube, ein Fund sollte nicht töten. Ne? Ja. Nope. Komm. Weil ich nämlich auch wissen will, ob ich... Vor allem jetzt sollte der Fund nicht töten. Wow, das Schlimme ist, echt teilweise, ich muss bei vielen, vor allem diese Anfangsmoves, ne? Ich muss nicht mal hingucken. Ich kann allein anhand des Sounds erkennen, welcher Move benutzt wurde. Das ist schön. Vor allem finde ich es nett bei dem Anschleichen, ne? Du bist quasi dazu gezwungen, den Sound anzuhaben, wenn du dich anschleichen möchtest, weil dann hörst du nicht, ob da ein Pokémon in der Nähe ist, das gerade hier rumraschelt. Ja, und dann hörst du, was da schon für ein Pokémon ist. Du lernst langsam die Schreie auswendig. Ernsthaft? Ja. Ah. Du hörst den Pokémon-Schrei und nach einer Zeit weißt du immer, bei welchem Schrei welches Pokémon da ist, ne? Ja. Naja, am Anfang ist es sowieso noch leicht, weil meistens der Schwanz rausguckt. Ja, tut's ja auch immer, aber die haben halt alle bestimmte Formen, aber nicht bei allen guckt immer direkt da ein spezieller Schwanz raus. Ja. Die einzigen, die einen speziellen Schwanz haben, sind Pfiffien, also bisher, wie ich gesehen habe, ne? Ja. Pfiffien, Zickzacks. Ja. Ineko. Oh. Das finde ich zum Beispiel auch sehr schön mit dem Pokédex, das neue da, das sieht so toll aus. Schwalbini ist noch klein, es hat gerade erst sein Nest verlassen. Daher fühlt es sich manchmal einsam und weint nachts. Dieses Pokémon ernährt sich von Wampeln. Wäre das ironisch, wenn wir das mit einem Wampel verwedlockt hätten? Ja. Oh, es ist weiblich. Es ist weiblich, yay, ich habe schon direkt einen Spitznamen. Ich wollte Susanne nennen. Warum? Sascha Banks? Sascha Banks! Warum? Weißt du, wie ich meinen Schwalboss genannt habe auf XY? Nein. Der Boss. Ah. Weil es ein Schwalboss ist. Es ist der Boss. Aber da es ja weiblich ist, da kann ich es ja nicht der Boss nennen. Ich verstehe. Aber Sascha Banks ist halt der Boss. Ja. Schatz, willst du es für die Zuschauer erklären? Nein, mach du. Hallo, ich habe Schwalboss eingegeben und bin auf Safari-Zone. What the fuck? Ich wollte nämlich nachgucken, ob ich eins mit geheimer Fähigkeit gefangen habe oder nicht. Oh.
Ich bin gerade so überglücklich, dass wir hier keinen Wingull gefangen haben, denn ich habe keinen Bock auf eine Toilette. Oh, oh mein Gott, so süß. Was ist denn jetzt da hinten? Schleich dich an. Sag mir nicht, weil das Buch Level 2 ist, das irgendwas Gutes. Oh, es hätte Schnabel und wäre Level 3. Okay, das wäre schlechter als unseres. Mal abgesehen davon, dass ich ja nicht fangen dürfte. Ja. Was ich auch lustig finde, alle Pokémon, die du siehst, kannst du ja hier scannen und dann kannst du direkt im Pokédex gucken. Okay, Sascha ist Level 5. Habe ich Tränke? Ich habe meinen Wingull gerade Moi Moi genannt. Warum? Ich habe keine Ahnung. Weil ich bescheuert bin. Moi Moi. Einerseits, ach ne, komm, wir gehen erstmal nach oben. Der schlimmste Name, den ich je einem Pokémon gegeben habe, seriously. Also mein schlimmster ist, glaube ich, Vögelchen. Ob meistens die Flug-Pokémon auf der ersten Route bei mir heißen Vögelchen. Okay, Moment. Schade, Rauflust wäre die geheime Fähigkeit. Was? Von von Schwalboss. Weil es ist nämlich so, du kannst auch bei dem, wenn du suchst, ne? Was ist das? Das, wer weiß, was ein Wingull. Oh. Don't want it. Das ist cute. Was natürlich auch teilweise praktisch beim Fangen ist. Okay, ganz ehrlich, ich habe sowieso das... Moment, oh, das ist geil. Pokémon, ich kann einen finden. Was ist geil? Wir können hier keinen Schalocco oder Panekon fangen. Warum? Wir haben schon einen Vaupel. Oh, stimmt. Species Claws. Yes. Moment, den Schreck kenne ich doch. Ja, aber wie gesagt, man kann hier auch teilweise halt durch dieses Anschleichen... Pokémon mit geheimen Fähigkeiten finden. Ja. So ist jetzt auch endlich möglich, ein... Algit... Oh, ich hab so lange gebraucht. Dieser Giftdrache aus XY, den keiner irgendwie Beachtung schenkt. Auf jeden Fall kann man den jetzt mit geheimer Fähigkeit kriegen. Giftdrache aus XY. Ich glaube, Algit und Tandra. Genau, Tandrak ist die höchste Entwicklung. Kann man jetzt endlich mit geheimer Fähigkeit kriegen. Komm schon, I want a Pokémon. Oh, ich hör was. Ein Schwalbini mit Spiegeltrick. Ach, verdammt, das ist da oben. Scheiße, ich kriege ein Schwalbini mit Spiegeltrick. Toll. Nur ganz ehrlich, für so einen Züchter wie mich, der sowieso schon in XY sehr viel gezüchtet hat und alles, ne? Ja. Sind die meisten Sachen davon jetzt echt nicht mehr so berauschend. No. Weil ich kompetitive Pokémon eben mit diesen Egg-Moves ohne Probleme kriege. Ich meine, ich habe ein Schlappohr mit... Trotzdem sammle ich die irgendwie trotzdem gerne, ne? Ja. Aber ich habe ein Schlappohr mit allen... Oh, da oben ist was, aber da komme ich nicht dran. Außer ich schaff's mich an ihm vorbeizuschleichen. Abgesehen davon, dass ich eine Ahnung habe, was das ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich's haben will. Ein Bummelt? Hm. Es müsste männlich sein. Naja, besser als gar nichts, weil ich glaube, ansonsten ist hier in dem Wald sowieso nichts anderes, ne? Ja, kann sein. Ich war noch nicht im Wald. Was sowieso ein bisschen, also das macht, finde ich, ein bisschen teilweise den... Okay, es ist weiblich, wir dürfen sowieso nicht fangen. Oh. Macht ein bisschen, finde ich, so den Wedlock kaputt. Nuzlocke würde es kaputt machen, weil wir könnten ohne Probleme dieses Bummels fangen, ne? Ja. Beim Wedlock, ja, wir haben zwar da die Möglichkeit dann... Oh mein Gott, so viel... Oh mein Gott, da krittet das. Oh. Egal. Diese Runde setzt es aus. Selbst wenn wir verfehlen, setzt es aus. Oder es nicht killen. Mein Gott, wir könnten es töten. Jetzt habe ich aber Schiss. Und heile lieber Fido. Da habe ich wirklich Schiss, dass Fido jetzt erledigt wird. Und das will ich nicht. No. Ich will nicht Fido verlieren. Mein kleinen süßen Fido. Nebenbei, Pfiffchen basiert eher auf einer Hyäne als einem Wolf oder Hund. Aha. Mhm. Was dann auch so ziemlich bei Magnaien, ne? Der englische Name zeigt. Aha. Mighty Hyena.
Ah. Da steckt ja direkt Hyena drinne. Ja. Oh, was kann ich denn noch bisher machen? Noch kein Pokémon. Komm, ich will noch nicht die Story weitermachen. Ich will ein Pokémon fangen. Ah. Ha, dich dürfen wir nicht fangen. Dich dürfen wir nicht fangen. Ha, 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 ha. Irgendwo hier scheint ein Pokémon zu sein. Was echt kacke wäre, wenn... Abgesehen davon, dass es sowieso kacke ist. Boah, oh, stell dir mal vor, ich müsste... Stell mal vor, ich müsste dieses Scheißvieh trainieren. Hm. Schatz, ist Adrenalin die geheime Fähigkeit? Nein, Rauflust. Habe ich doch gerade nachgeguckt. Was nochmal? Rauflust. Ach so, okay. Aber Adrenalin ist die gute Fähigkeit davon. Hä? Adrenalin ist die gute Fähigkeit. Ach so. Ich glaube, das andere hat auch Adrenalin, also von daher. Ja, es gibt nur Adrenalin oder Rauflust. Und Rauflust ist die geheime Fähigkeit. Und die Attacke ist Schnabel. Ich habe eins mit Verfolgung. Ich habe eins mit... Oh, come on, Panerko. Mal abgesehen davon, wir dürfen sich mal fangen wegen dem Geschlecht. Kannst du mal aufhören, deine Verteidigung zu erhöhen? Ich wäre dir echt sehr dankbar. Boah, wie gut wir das Vieh jetzt fangen könnten. Alter, ich darf schon gleich wieder zum Pokémon Center zurück, weil wir keine Donnerzähne mehr haben. Toll. Da wollte ich doch bloß hier eben hin und ein Pokémon fangen. Ist das denn zu viel verlangt? Hm, ich verstehe das mit dem Donnerzahn. Bei Pflanze. Ja, bei Pflanzen. Aha. Ja, wie. Ja, Flug. Ich glaube echt, Bummels ist das einzige andere Pokémon, was wir hier kriegen können. Ja, dann. Dann müssen wir hoffen, dass es männlich ist, auch wenn ich nicht wirklich einen Bummels haben will. Wobei ich mich gerade in Omega Rubin mit einem Bummels durchgequält habe. Schon wieder ein weibliches. Alter! Wir brauchen aber ein männliches für unser weibliches Schwalbini. Das ist das Schöne an so einem Wedlock, ne? Oh, aber weißt du, was mich stört? Seriously? Schatzi? Was? Die neue Tastatur. Da ist ein Unterschied? Ja, du hattest vorher immer das Enter und OK immer unten. Jetzt da oben. Die waren doch. Ich will jedes Mal da drauf drücken, um eben halt groß oder klein zu machen. Die waren doch auch schon bei XY da oben. Echt? Ja, ich hatte glaube ich kaum mal Spitznamen gegeben. Nur. Ich gebe immer Spitznamen, deswegen Fun Fact, bei so einem Nuzlocke, ne? Eine Regel, die ich eigentlich nie spezifiziere. Man muss seinem Pokémon einen Spitznamen geben. Die spezifiziere ich aber nie, weil ich meinem Pokémon immer Spitznamen gebe. Darf ich zu Ende erzählen? Ja, das wollte ich nur mal eben erzählen, bevor ich es vergesse. Okay. Das Problem ist aber, ich wollte mein Hydropi, es ist weiblich, Yumi nennen. Was ist passiert? Ich wollte, ich hatte das Y ausgewählt. Wollte dann auf klein machen und bin auf Enter gekommen. Naja, du kannst ja auch die Pfeiltaste nach links drücken und dann kriegst du die normale Tastatur hier vom PC. Das ist das doch, oder nicht? Da hast du dann Shift links und Enter halt da, wo auch Enter auf der PC-Tastatur wäre. Oh, verdammt! Ja, auf jeden Fall heißt mein Hydropi jetzt Y. Yay! Angelehnt an die Edition, ne? Nee, wie gesagt, ich wollte es Yumi nennen. Ganz ehrlich, ich glaube wirklich, wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir ein männliches Bummels finden. Wieso hat dieser scheiß Trainer Top Genesung? Okay, ganz ehrlich, ich gehe jetzt nochmal eben hier hin. Ansonsten gehe ich einfach los und heile nochmal Fido. Und dann kämpfen wir da unten auf der Route und versuchen später einen Partner für unser Schwalbini zu finden. Hier ist unser Schwalbini nochmal. Ach genau. Sascha. Genau, Sascha Banks. Dann suchen wir später einen Partner für sie zu finden. Da muss sie erstmal alleine bleiben. Nein. Die Arme. Ja. Na, was haben wir denn da? Ich bin ja lieber alleine. Ach, ein Käfer. Oh mein Gott, ein Wampel mit Tackle und Puderabwehr.
schön. Die haben sogar, glaube ich, bessere DVs, weil da gibt es ja irgendwie dieses Potenzial. Und ich habe gehört, wenn du da dein Suchlevel richtig hoch hast, hast du eine höhere Chance auf Shinies. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Echt? Habe ich nur gehört. Ich bin noch beim Spiel durchspielen. Ich habe das noch nicht alles ausprobiert. Okay, Pokémon geheilt und... Yay, Moi Moi ist Level 5. Moi Moi hat super schön. Ganz ehrlich, das Problem ist, ich möchte Sasha Banks trainieren, ne? Ich finde den Namen Moi Moi immer noch seltsam. No. Auf den scheiß Namen. Ich möchte Sasha Banks wirklich trainieren. Das Problem ist wirklich, sie hat keinen Partner. Das heißt, wenn wir ein schlechtes Matchup haben, ne, dann ist nicht so gut. Spuren im Sand hinterlassen ist total lustig. Also wirklich, bei so einem schlechten Matchup, dann ist Sasha tot und das wollen wir wirklich nicht. Ach, ein Singul. Mit Ruheort. Lernt das nicht sowieso? Kraftfeder-Item. Ruheort? Ich weiß nicht, ob es das erlernt. Jeder Vogel erlernt Ruheort. Schon auch wieder. Ja, aber ich glaube, er ist sehr, 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 sehr viel später. Oh, seriously? Du erhöhst deine Verteidigung, während ich meinen Angriff erhöhe? Okay, ich kann das auch nochmal. Er setzt immer noch nicht Geduld an. Bingo hat voller KP. No shit, Sherlock. Okay. Okay. Wir sind immer noch, wir kommen quasi die ganze Zeit auf Null raus. Der einzige Unterschied ist, wenn ich krit. Klar, jetzt mal! Jetzt setze ich dich, Jaule, ein! Bumm, Geduld! No. Guck mal kurz bei PokéWiki nach. Okay, während er jetzt Geduld macht, ich will jetzt nicht noch mehr Schaden mir zufügen. Mach ich nochmal Jaule und erhöhe meinen Angriff. Ja, ich hab das scheiß Pokémon. Ich hab nicht bemerkt, dass es Geduld einsetzt, ne? Weil was passiert ist. Ich setz Feuerzahn ein. Es tötet mich. Noch. So, ich hab jetzt ein plus 4 Fido. Los, Donnerzahn. Das ist natürlich nicht sehr effektiv, leider. Schatzi? Ja. Wingull scheint nicht Ruheort zu erlernen. Echt doch, nicht? Mit Level 26. Siehst du? Und jetzt hätte ich ein Level 3 Wingull mit Ruheort. Sicher, dass es das nicht auch durch TM und so erlernt? Was weiß ich? Ist Ruheort ja, nicht eine TM? Schwabini setzt voll ein. Nein, jetzt ist unser Fido nur noch bei plus 3. Ich glaube, du wirst diesen Donnerzahn nicht überleben, Schwabini. Oh nein, welch Überraschung. Ja, Schatz, Ruheort ist eine TM. Sag ich ja. Trotzdem. Fun Fact, Brutalanda ist das einzige Pokémon, das Fliegen durch Level-Up erlernt. Okay, ich gehe jetzt mal auch mal ganz ehrlich Pokémon heilen, weil ich habe vor allem am Anfang und vor allem in so einem Wedlock, weil wir bloß zwischen zwei Pokémon in einem Kampf hin und her wechseln können, ne? Mhm. Habe ich echt Schiss und da renne ich lieber 1000 Mal zum Pokémon Center zurück, als jetzt irgendwie sonst was da zu machen. Da habe ich echt Schiss. Weil wie gesagt, man muss nur einmal ein mieses Matchup haben und schon ist scheiße. Deswegen traue ich mich auch nicht, Schwalbini zu leveln gerade. Ne? Vielleicht, wenn wir gleich im Wald sind und dann gegen die Käfersammler kämpfen, dann ja. Wobei, kann Schwalbini überhaupt schon... Kannst du schon irgendeine Flugattacke? Ich weiß, dass Wablu echt erst sehr spät Flugattacken lernt. Ja gut, zum Glück. Direkt. Oh, seriously? Ich habe mir jetzt gerade das Wesen angeguckt. Oh. Angriff senken. Du bist mäßig. Hast du schon mal versucht, ein Wingull zu fangen, das Ruheort kann? Warum sollte ich eine Toilette fangen? Es ist keine Toilette. Guck dir Pelipper an. Ja, und? Es ist an diese Vogel angelehnt. Pelipper sieht aus wie eine Toilette. Gar nicht wahr. Guck es dir an. Echt, Leute, guckt es euch an. Ihr könnt es nie wieder ungesehen machen. Nie wieder. Ich bin reich und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Ehrlich, Pelipper sieht aus wie eine Toilette. Tut es nicht. Doch. Nein. Oh, Wingull.
Ruheort einzusetzen. Auch wenn ich nicht wegen dieser Attacke haben will, aber trotzdem. Los, Fido, Donnerzahn! Ich will eine Paralyse sehen. Natürlich keine Paralyse. Fido, ich bin enttäuscht. Wir müssen nochmal darüber reden, dass du hier keine Paralyse holst. Müssen wir wirklich nochmal darüber reden, Fido? Nein. Ja? Wir sind in Crit Range. Aha, oh shit. Ich heil lieber nochmal. Er heilt auch, das ist ja super. Ich kill gleich dieses Pokémon, ey. Oder flüchte. Hiermit sind wir wieder beim Anfang des Kampfes. Yay. Weil er das benutzt hat und... Oh, ja, hier, direkt Crit. Ich sag doch, Crit. In Crit Range. Yay. Ha, wir haben auch einen Volltreffer, aber leider... Moment, das macht 12 Punkte so, Crit Range, das heißt... Oh, come on. Crit ist nämlich, Crit, das ist nämlich ganz wichtig. Crit hat, soweit ich weiß, keinen Min-Max-Damage. Okay. Ja, normalerweise hast du immer Minimum-Schaden und Maximum-Schaden. Ja. Also und halt immer was dazwischen. Das ist ja so ein Bereich von voller Stärke bis zu 80% der Stärke. Alter. Und also es ist quasi, euer Pokémon macht nicht immer denselben Schaden, ne? So, scheiß auf das Wingull. Klar, und der Donnerzahn geht daneben. Okay, ich wechsle aus. No. Ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Rutenschlag abgekriegt, ich habe einen Heuler abgekriegt, vor allem durch den Rutenschlag. Ich habe jetzt echt Angst, dass ein Crit vielleicht doch töten könnte. No. Auch wenn das eigentlich nicht so viel machen sollte, aber naja. Ich wollte gerade in die Arena von unserem Vater gehen, um meine Pokémon zu heilen. Ja, mach Papa gerne. Mach Papa gerne. Papa, heile meine Pokémon. Nein, Fati. Fati, heile mal meine Pokémon. Ja, natürlich, Schätzchen. Nein, natürlich, Töchterchen. Ja, und dann so, Moment, was? Puh, und damit haben wir den reichen Schnösel besiegt. Wir beenden den Part dann mal. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Im nächsten Part werden wir uns dann hier den Wald angehen. Ich gehe nur unsere Pokémon heilen. Es geht etwas langsam voran, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ich hoffe, dass wir spätestens im übernächsten Part dann mal so langsam die Arena angehen. Und vor der Arena habe ich ja relativ wenig Angst bei unserem Gekabor, aber naja. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann.